Mitten im Wald warnt die Inschrift an einem Baum: Vorsicht, ein Blatt beobachtet sie. Aber welches? Eines von diesen? Die überraschende Warnung am Baum ist Teil eines Kunstwerks am sogenannten Ars Natura. Jetzt wurde ein neues Teilstück des Kunstwanderwegs entlang der Wanderwege X3 und X8 eröffnet. Die Initiatoren des Wanderwegs, Sandrino, Sandinista Sander und Dr. Karin Adam, erklären hier das Kunstwerk Cinema Natura. 7 im Boden verankerte Stühle laden ein, sich zu setzen und einen langsamen Film anzusehen: Die Landschaft des Gudetals. Sander und Adam führten die Wandergruppe entlang des 15 Kilometer langen Weges von der Metzebacher Höhe bis zum Rotenburger Herz- und Kreislaufzentrum. Alle Kunstwerke am Weg haben einen Bezug zum Thema Weitblick. Diese Holzskulptur am Waldrand im Stil der Kunst von Naturvölkern gehört zur Gruppe dreier Wächter über die Landschaft. Diese Installation mit dem Namen Königssohn zeigt einen menschlichen Körper aus Holz auf einem Gerüst aus Metallstangen. 18 Künstler aus ganz Deutschland beteiligten sich an der Gestaltung des neu eröffneten Teilstücks. Alle paar hundert Meter wartet eine neue Überraschung am Wegrand. Insgesamt ist der Ars Natura mittlerweile weit über 200 Kilometer lang.